Hallo und herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Vor der Kamera neben mir der brandneue Opel Mokka. Und der ist für die Rüsselsheimer hier nicht einfach nur ein Nachfolgemodell. Nein, er bedeutet viel, viel mehr für die gesamte Marke. Warum das so ist, das werden wir heute unter anderem in diesem Video klären. Wie immer werden wir uns den Wagen natürlich von außen anschauen. Wir schauen uns die Platzverhältnisse im Kofferraum und im Innenraum an. Wir schauen, was unter dieser schwarzen Motorhaube hier steckt und wie er sich natürlich fährt. Und am Ende gibt es ein kleines Fazit von mir zum neuen Opel Mokka. Preise, Ausstattungslinien und weitere Eindrücke. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, dann bleibt dran, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox. Ich freue mich. Also legen wir los. Und hier steht er, der neue Opel Mokka. Der Opel Mokka ist das erste Modell der Rüsselsheimer, das die neue Designsprache erst einmal zur Schau trägt und tragen darf. Deswegen ist er auch unter anderem so wichtig für diese Marke. Er zeigt den Weg auf, wo Opel mit dem zukünftigen Design hin möchte. Und das ist eine sehr klare Designlinie. Da gibt es nicht viel Firlefanz, sondern das Ganze folgt einem sogenannten Opel Kompass. Der besteht aus dieser horizontal verlaufenden Linie über die Motorhaube nach unten weg und der vertikalen Linie, dem sogenannten Opel Visor. Das ist dann die Scheinwerferpartie, die hier umrandet sind, die Scheinwerfer mit einer Designlinie. In der Mitte treffen sich dann alle Linien zusammen und das Opel-Logo wird getragen. Dies ist nun auch etwas filigraner ausgearbeitet und wirkt dadurch auch noch mal ein bisschen moderner. Würde ich aber mal sagen, dass wir erkennen dann wirklich nur die Markenfans besonders gut. Der Opel Mokka bietet serienmäßig LED-Scheinwerfer. Wir haben hier die aufpreispflichtigen Intellilux Matrix LED-Lichter verbaut. Das sind adaptive LED-Scheinwerfer, die den Gegenverkehr ausblenden können oder den Vordermann und für eine sehr, sehr gute Ausleuchtung sorgen. Opel ist ja grundsätzlich für sehr innovative Lichttechnik bekannt und das zeigt man hier auch deutlich wieder. 4,15 Meter ist der neue Opel Mokka lang. Und damit ist er 11 cm kürzer als sein Vorgänger. Das heißt, man ist hier einfach mal kleiner geworden, auch nicht mehr so hoch mit 1,53 m. Dafür haben wir eine sehr groß ausgearbeitete, deutlich ausgearbeitete Fensterlinie vorne für die Fahrer und Beifahrer. Am Heck wird es dann wieder Richtung etwas schmaler. Sehr schön finde ich auch die Designlinie, die hier rot durch die sportliche GS-Line hervorgehoben wird und die sich über dieses Dach hinüberzieht bis ins Heck hinein. Serienmäßig steht der Opel Mokka auf 16 Zoll Rädern. 18 Zöller sind hier verbaut, auch Designräder mit so roten Elementen bei der sportlichen GS-Line. Am Heck haben wir dann auch serienmäßig Voll-LED-Rücklichter und natürlich ganz neu und im Moment so ein bisschen en vogue. Das ist, wenn man den Markennamen ausgeschrieben auf die Heckklappe klebt, die übrigens hier komplett aus Kunststoff besteht. Und wir haben zwei sichtbare Auspuff-Endrohre, heißt, wir fahren einen Verbrenner und zwar einen 1,2 Liter Turbo. Zu dem kommen wir aber gleich. Jetzt schauen wir erst einmal in den Kofferraum hinein. Habt ihr den versteckt liegenden Öffnungsknopf für die Heckklappe einmal gefunden, schwingt diese weit nach oben weg und gibt einen 350 Liter Standard Kofferraum frei. Es gibt hier einen doppelten Laderaumboden, den man eben hier in der Höhe arretieren kann, in zwei Stufen sogar. Finde ich gut, ist auch angenehm, dass man sowas mal machen kann wieder. Es gibt auch Verzurösen hier und jeweils rechts und links Kleiderhaken sowie eine Hutablage, die man dann herausnehmen kann. Die Rücksitzlehne ist im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbar. Es gibt keine Mitteldurchreiche. Wenn man dann die Rücksitzlehne umlegt, so wie ich das jetzt mal kurz für euch demonstriere, dann bietet sich ein maximales Stauraumvolumen von 1105 Litern. Das ist ganz ordentlich. Die Elektrovariante büßt nur geringfügig ein, da die Multi-Energy-Plattform CMP genannt hier schon bereits für verschiedene Antriebskonzepte ausgelegt ist, unter anderem für Verbrenner und für vollelektrische Fahrzeuge. Der Laderaumboden ist dann fast eben. Wenn man dann in die
Position hier richtig reinkommt, nicht so wie ich, sondern den richtig hinlegt, dann sehen wir das auch. Das ist fast eine ebene Laderaumfläche. Jetzt hören wir auf mit dem Einladen. Gepäck kommt jetzt wieder rein und ich komme auf die Rücksitzbank und da nehme ich euch mit. Den Einstieg in den Fond, ja, der ist ganz ordentlich, hat allerdings so eine kleine Hürde hier im Bereich der Hüfte. Ist aber jetzt nichts Gröberes, da gewöhnt man sich dran, man haut sich auch nicht sonderlich an. Was mir gut gefällt, die Kopfstütze ist ausreichend weit nach oben verstellbar und Kopffreiheit habe ich hier mit meinen 1,78 genauso wie ausreichend Beinfreiheit. Die Füße passen wunderbar unter den Vordersitz. Wenn man sich so ein bisschen reinlümmelt, dann geht es auch sehr, sehr gut. Wenn man die Füße gerade hinstellt, dann stoßen die Knie bei mir an der Vordersitzlehne an. Aber die Vordersitzlehne ist komplett weich ausgeformt, da gibt es keine Probleme. Es gibt Sitztaschen hier drinnen. Stauraummöglichkeiten haben wir hier relativ wenig. Es gibt eine kleine Türablage, die ist aber wirklich sehr klein. Da passt vielleicht so eine 0,5 Liter PET-Flasche rein. Es gibt leider keine Cupholder, es gibt hier auch keine Mittelarmlehne. Ebenfalls gibt es keine Luftausströmer hier für den Fond. Dafür aber zwei USB-Anschlüsse, Daumen nach oben, sowie ISOFIX-Haken an den Außenpositionen, die sich hinter Reißverschlüssen im Stoff verstecken. Auch da, Kindersitze werden wir gut unterbringen. Man merkt aber hier schon mal Punkt 1, es sind breite Schweller, die den Einstieg ein bisschen oder respektive den Ausstieg ein bisschen beschweren. Und dass der Bauraum ein bisschen fehlt zum Vorgänger-Mokka, der war einfach im Fond auch ein wenig luftiger. Jetzt schauen wir aber nach vorne, denn der Platz vorne links ist am wichtigsten. Ich habe Platz genommen hier vorne hinter dem Dreispeichen-Lenkrad, was wir so von Opel stets kennen, auf angenehm ergonomisch ausgeformten Sitzen. Die finde ich gut. Richtige AGR-Sitze gibt es hier nicht mehr, aber ergonomisch eben ausgeformt. Man merkt, die sind, passen sich der Statur auch gut an. Ich bin jetzt ja nicht unbedingt ein Hänftling, sondern wirklich etwas breiter, habe aber hier genügend Platz in dem Sitz und finde, der hat auch ordentlich Seitenhalt, also Daumen nach oben. Der Verstellbereich ist auch weit. Fahrer- und Beifahrersitz übrigens höhenverstellbar. Kopffreiheit habe ich hier mehr als genügend. Also da passen fast schon, ja, da passen zwei Hände übereinander. Richtig gut. Das hat man aber auch so von gesehen, von der Seitenlinie, wie ich finde. Ansonsten die Fensterlinie auch angenehm niedrig hier. Große Fensterfläche, also ich kann sehr gut rausschauen. Und das Lenkrad ist natürlich in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar, wobei ich würde es gerne weiter wegschieben. Das ist auch so ein Problem, was zum Beispiel der Opel Crossland mit sich trägt. Das Video findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt möchte ich euch aber den Innenraum zeigen, denn da hat sich auch wesentlich etwas verändert. Willkommen im Innenraum des Opel Mokka. Wie ihr seht, hat Opel hier auch komplett Hand angelegt und etwas Neues, Frisches auferlegt. Und zwar hatten sich die Entwickler gedacht, wir wollen zwar digital werden, aber der Kunde sagt von sich aus, er möchte nicht alle Bedienungen digital über ein Touchdisplay vornehmen, wie etwa beim Mitbewerber aus Wolfsburg, sondern man möchte hier weiter physische Elemente noch dem Kunden bieten und das hat man hier perfekt umgesetzt, wie ich finde. Wir haben hier Schnellwahltasten für den Mediabildschirm, wir haben ein Klimabedienteil hier unten und wir haben die Fahrerassistenzleiste hier unten auch untergebracht, was ich sehr, sehr gut finde. Doch fangen wir erst einmal ganz normal an. Hier, das ist sogenannte Paneele. Das ist das Opel Pure Panel Cockpit, was wir jetzt hier sehen. Das besteht aus einem 12 Zoll Display für den Kombi, für das Kombi-Instrument und einem 10 Zoll Bildschirm für das Mediasystem. Das ist aufpreispflichtig. Serienmäßig sind zwei 7 Zoll Displays. Was ganz gut ist, mir gefällt es hier, die Auflösung ist sehr, sehr schön. Man kann diese Displays auch entsprechend personalisieren. Zwar jetzt nicht in der Form wie eventuell in Wolfsburg, sondern hier ist es einfach mit vorgefertigten Displays, so wie es einfach auch aus dem PSA-Konzern bereits bekannt ist. Genauso auch das Mediasystem. Es gibt jetzt hier auch keine Rätsel auf für den, der schon mal einen Opel der aktuellen Generation gefahren ist oder aber einen Peugeot oder Citroën. Direktwahltasten haben wir hier runter. Es gibt natürlich auch die Anbindung über Apple CarPlay oder Android Auto, was ich euch auch empfehlen würde. Dann haben wir hier das Klimabedienteil. Es gibt auch im Opel Mokka Lenkradheizung. Hier
ist es nur eine Einzonen-Klimaautomatik, die hier verbaut ist. Dann haben wir darunter eine induktive Ladefläche, einen USB-Anschluss und eine 12-Volt-Buchse. In der Mittelkonsole sieht es dann so aus, dass wir dann die Fahrassistenzsysteme haben und hier den Schalthebel für das Automatikgetriebe. Ansonsten wäre hier der Schaltknauf. Mein Arm kann auf einer Armlehne ruhen. Die ist in der Länge verstellbar. Die Platzverhältnisse haben wir ja geklärt. Auch ein Handschuhfach haben wir, was sehr tief ist. Da geht auch viel rein. Und ansonsten die Verarbeitung natürlich ordentlich. Da fehlt sich nichts. Schaut gut aus. Vielleicht etwas zu hochglänzend alles. Das muss man mögen. Aber das dürft ihr mir unten in die Kommentarbox schreiben, wie euch das Design vom Opel Mokka gefällt. Jetzt schauen wir einmal mal unter die Motorhaube, was wir hier verbaut haben. Wir entriegeln die schwarz hochglänzend lackierte Motorhaube, die übrigens 300 Euro Aufpreis kostet. Und sehen als erstes, es gibt zwei Niveaulifte. Doppelter Daumen nach oben. Finde ich sehr super, dass das verbaut wird. Unter der Motorhaube haben wir hier einen 1,2 Liter Turbo Benziner mit drei Zylindern. Der leistet hier 130 PS und 230 Newtonmeter Drehmoment und ist an die optionale 8-Stufen-Wandlerautomatik gekoppelt. Was gibt es aber sonst als im Produktportfolio aktuell? Einen 100 PS 1,2 Liter Dreizylinder Turbo oder aber einen 1,5 Liter Turbo Diesel für, mit 110 PS für Vielfahrer oder eine vollelektrische Variante mit 100 kW Leistung, 50 Kilowattstunden Antriebsbatterie und einer Reichweite von rund 320 Kilometer gemäß WLTP. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt zur elektrischen Variante, dann schaut einfach mal ins Video zum DS3 Crossback, denn der ist technisch identisch mit dem Opel Mokka und dazu findet ihr dann schon einen Bericht von mir. Ich kümmere mich heute mal hier um den Verbrenner, den 130 PS Benziner, der geht in 9,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und läuft knapp über 200 Stundenkilometer, wenn die Autobahn frei ist. Es ist ein sehr ruhig arbeitendes Triebwerk. Gut weggekapselt, auch beim Ausdrehen wird er nie aufdringlich oder ähnliches. So ein typisches Dreizylinder, kerniges Geräusch, das hat er auf alle Fälle, aber es ist sehr dezent hier ausgeprägt. Die Dämmung, die hier vorgenommen wurde von den Opel-Ingenieuren, die ist vorzüglich. Also dafür auf alle Fälle schon mal einen Daumen nach oben. Aber wie er sich jetzt auf der Straße fährt, das schauen wir uns jetzt an. Motorhaube zu und los geht's. Bereits auf den ersten Metern fällt mit dem Opel Mokka auf, dass wir hier ein SUV haben, das nicht darauf ausgelegt ist, besonders komfortabel zu sein. Nein, Restkomfort ist okay, aber er möchte eher Fahrspaß bieten und das kann er auch. Wenn man dann so am Ende Ortsausgang ist und ein bisschen drauf drückt, der Dreizylinder klingt schön kernig hier und im Sportmodus gibt es dann auch ein bisschen mehr Rückmeldung gefühlt von der Lenkung, die mir sonst aber insgesamt ein Tick zu leichtgängig ist, persönlich. Da würde ich mir vielleicht noch mal wünschen, dass man da noch mal ein bisschen nachschärft. Aber er lenkt unheimlich willig ein auf der Vorderachse. Und auch das Heck wird so ein bisschen leicht, wenn man so ein bisschen lastwechselmäßig provoziert. Dann dreht er sich auch noch ein bisschen mit ein. Also er liegt echt schön auf der Straße und Fahrspaß ist hier ganz groß geschrieben. Daumen nach oben. Los geht's ab 19.990 Euro für den Opel Mokka mit 100 PS Benziner. Dabei sind dann aber schon nette Sachen wie Klimaanlage, ein Tempomat oder aber ein autonomer Notbremsassistent sowie ein aktives Spurhalteassistent. Finde ich ganz ordentlich. Es gibt 6 Ausstattungslinien. Den Basis gibt es nur als Mokka. Das ist sozusagen das Einstiegs-Lok-Angebot. Und dann gibt es den 130 PS Benziner, den ich empfehlen würde, ob Handschalter oder Automatik, das müsst ihr natürlich für euch selber rausfinden. Der Diesel ist für Vielfahrer immer noch eine gute Option. Die Elektrovariante ist ja leider ausverkauft. Da wird man keinen mehr bekommen, es sei denn, ihr habt noch einen guten Draht zu eurem Opel-Händler. Zudem könnt ihr auch gerne laufen und den Opel Mokka bestellen. Ich finde ihn nämlich richtig gut gemacht. Er fährt sich angenehm und vermittelt auch Fahrspaß. So wie er da steht, finde ich ihn auch optisch sehr, sehr schön mit der GS-Line. So diese mehreren Kontraste, die hier auftreten, so würde ich ihn wahrscheinlich sogar bestellen. Ihr dürft mir aber jetzt unten in die Kommentare schreiben, was ihr zum neuen Opel Mokka sagt, wie ihr das Video fandet
Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das jetzt gerne. Honoriert meine kleine Arbeit hier. Und ich sage danke, tschüss und servus, euer Ubi.